Wir brauchen diesen Impfstoff. Der Impfstoff entscheidet nicht nur über Leben, sondern dazu auch über die Frage von Normalität, von Freiheit und von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Hallo, ich bin Aysche Mehren, ich bin Heilpraktikerin und Inhaberin der Heilpraktikerausbildung online. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich Herrn Söder jemals auch nur in irgendetwas zustimmen würde, aber er hat tatsächlich recht in diesen Punkten. Es geht um unser Leben, es geht um unsere Freiheit, es geht um die Rückkehr zur Normalität oder überhaupt um eine Normalität und es geht um die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Und der Dreh- und Angelpunkt dafür ist tatsächlich die Impfung. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal ein Video über die Impfung, wo ich nochmal kurz die aktuelle Situation erkläre, nochmal auf die mRNA-Impfung eingehe. Aber der eigentliche Grund und das Wichtigste ist eigentlich das, was am Ende kommt oder gegen Ende. Eine wirkliche Chance vielleicht, eine Möglichkeit, die Impfung auf legalem Weg zu umgehen. Aber bevor ich loslege, nochmal meine Bitte, kommt in meinen Telegram-Kanal. Ihr seht die Adresse da eingeblendet, unter der ihr mich dort finden könnt. Tragt euch ein für den kostenlosen Newsletter, so kann ich euch erreichen, wenn Sie hier diesen YouTube-Kanal irgendwann löschen und davon ist einfach schwer auszugehen. Aber dort habt ihr dann alle aktuellen Nachrichten und erfahrt dann, auf welchen anderen Plattformen ihr mich dann finden könnt. Fangen wir an. Wie sieht die aktuelle Impfsituation weltweit in Deutschland aus? Noch ist die Impfung eine empfohlene Impfung. Die bislang zugelassenen Impfstoffe haben in den USA eine Notfallzulassung erhalten und bei uns in Europa durch die Europäische Medikamentenbehörde, die EMA, eine bedingte Zulassung. Das heißt, bis Ende 2023 müssen die Firmen, deren Impfstoffe jetzt zugelassen sind, einen Nachweis über die notwendigen Daten bringen zur Sicherheit und Wirksamkeit dieser Impfstoffe. Was heißt das? Das heißt, die dritte klinische Phase, die eigentlich sehr lang dauert, mehrere Jahre, wo halt notwendige Daten zur Sicherheit und Wirksamkeit gesammelt werden. Und da ist für mich vor allen Dingen die Sicherheit entscheidend, ist drastisch abgekürzt worden. Also die dritte klinische Phase fing in den meisten Fällen Mitte letzten Jahres an. Was heißt das? Das heißt, dass diese große und lange klinische Phase übersprungen wurde und dass die Menschen, die jetzt geimpft werden, zu einem Teil dieser dritten klinischen Phase werden, ein Teil einer Studie. Und das heißt definitiv nichts anderes, als dass diese Impfung ein großer biologischer Menschenversuch ist. Zurzeit sind in Deutschland drei jetzt Impfstoffe zugelassen. Der Impfstoff, der mRNA-Impfstoff von BioNTech Pfizer, der Moderna-Impfstoff, auch ein mRNA-Impfstoff und seit dem 29.01. der Impfstoff von AstraZeneca, ein Vektorimpfstoff. Ganz kurz, was heißt Vektorimpfstoff? Nur noch mal zur Erinnerung, mRNA, das ist jetzt schon mehreren bekannt. Das heißt, bei einem Vektorimpfstoff werden Adenoviren als Vektoren benutzt, um dieses Spike-Protein des Virus SARS-CoV-2 in die Muskelzelle zu befördern. Ja, und gegen dieses Spike-Protein soll dann das Immunsystem aktiviert werden. Ja, und dann noch erwähnenswert der chinesische Impfstoff Sinovac oder Sinopharm. Der wird zum Beispiel in der Türkei verimpft. Das ist ein klassischer, traditioneller Impfstoff, wo also abgeschwächte Erreger oder Teile des Erregers geimpft werden. Ach so, ja, und der russische Impfstoff Sputnik 5 ist wie der Impfstoff von AstraZeneca auch ein Vektorimpfstoff. Das nur mal so als Überblick, was ist da im Moment eigentlich auf dem Markt. Aber ich glaube, es sind um die 150 andere Impfstoffe, die noch im Zulassungsverfahren sind und eine Zulassung beantragen. Nun ist ja der Impfstoff in Deutschland noch sehr knapp. Also gibt es eine Priorisierung. Man hat die Menschen in Gruppen eingeteilt und diese Gruppen werden nacheinander mit dem Impfstoff bedient. So, wer gehört alles zur ersten Gruppe? Das wissen wir jetzt eigentlich schon so aus den Nachrichten. Alte Menschen über 80, Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen, aber auch Menschen, die besonders gefährdet sind, also Ärzte in Notaufnahmen oder auf Covid-19-Stationen, genauso wie Pflegepersonal, was dort arbeitet. Oder aber auch Menschen, die im ambulanten oder stationären
im Pflegedienst arbeiten. Das sind die, die jetzt in Gruppe 1 aktuell geimpft werden. Und nach, ebenfalls alles in Gruppen eingeteilt, soll dann der Rest der Bevölkerung geimpft werden. Ich habe gerade gestern noch gelesen oder gehört, dass Herr Spahn das ehrgeizige Ziel verfolgt, dass tatsächlich jeder Mensch dieser Welt noch in diesem Jahr den Impfstoff erhält. Our common goal is to vaccinate the world this year. Und dann fragt man sich, wie sieht das mit den Kindern aus? Auch da gibt es mittlerweile Nachrichten. Der zugelassene Impfstoff von BioNTech/Pfizer ist zugelassen ab 16 Jahren, der von Moderna zugelassen ab 18 Jahren. Man muss aber sagen, BioNTech führt gerade Studien mit über 2000 Kindern durch, um eine Zulassung auch für 12- bis 15-Jährige zu beantragen. Und Moderna macht dasselbe mit 3000 Jugendlichen, um die Zulassung für 12- bis 17-Jährige zu beantragen. Ach so, ja, und das habe ich vergessen. AstraZeneca ist auch mit dabei. Die testen tatsächlich an einem Impfstoff für 6- bis 18-Jährige und wollen den in den nächsten Monaten zulassen. Ja, das sind doch durchaus positive Nachrichten, wenn man in Betracht zieht, dass Herr Schwab kürzlich auf dem Weltwirtschaftsforum verkündet hat, dass die Normalität erst dann zurückkehren wird, wenn jeder Mensch auf dieser Erde den Impfstoff erhalten hat. Because even as individuals, we had to take care not to infect someone else and not to be infected. And the same we have to apply now on a global level. As long as not everybody is vaccinated, nobody will be safe. Tja, ich denke, da sind die Menschen auf einem guten Weg. So, ich möchte jetzt aber auch noch mal ein bisschen genauer auf die mRNA-Impfungen eingehen. Was man noch ganz klar sagen muss, ist, der Ausdruck Impfung ist falsch gewählt, denn es ist eigentlich keine Impfung im klassischen Sinne, sondern es ist tatsächlich eine Form der Genmanipulation. Und dafür wurde auch das entsprechende Gesetz geändert. Dass das Gentechnikgesetz auf europäischer Ebene letztes Jahr im Sommer geändert wurde. Und zwar ist das ein relativ strenges Gesetz, dass die Menschen vor gentechnisch veränderten Organismen eben geschützt werden, weil man nie weiß, was das bedeutet, wenn die freigesetzt sind, dann kann man sie nicht mehr einfangen. Und deshalb ist dieses Gesetz an und für sich extrem rigide verfasst. Und es gibt jetzt einen Blankoscheck, eine totale Ausnahme für alles, was mit Coronaviren Virusimpfung zu tun hat. Nun gucke ich ja kein Fernsehen mehr und weiß auch nicht, was da alles so erzählt wird. Aber wenn ich das wissen möchte, muss ich mich eigentlich nur mit meiner Mutter unterhalten. Ja, und da sagte meine Mutter, es findet keine Genveränderung statt, denn das Genom wird nämlich nicht strukturell verändert, sondern es wird nur die Genaktivität beeinflusst. Oberflächlich und altherkömmlich kann man so argumentieren und ich denke, viele Ärzte und andere Angehörige von irgendwelchen Heilberufen, vielleicht sogar zum Teil Wissenschaftler, werden ihr Recht geben. Aber diese Argumentation beruht auf einem mittlerweile überholten Wissensstand. Heute weiß man nämlich, dass nicht nur die strukturelle Genetik existiert, sondern dass diese durch Außenreize ständig stimuliert, abgeschaltet, angeschaltet wird. Und dazu gehören auch bestimmte Feedback-Mechanismen, die aus dem Zytoplasma kommen, also aus der Umgebung des Zellkerns und Einfluss auf die DNA nehmen. Und das ist bekannt unter dem Ausdruck Epigenetik. Und mRNA spielt dabei eine wichtige Rolle, was nämlich den Einfluss auf die DNA betrifft. So, wie funktioniert die mRNA-Impfung? Also die mRNA oder Messenger oder Boten-RNA wird über die Impfung injiziert und soll dafür sorgen, dass in der Zelle das Spike-Protein des SARS-CoV-2-Virus selber gebaut wird. Das heißt, die Zelle wird missbraucht, etwas zu tun, was sie von selbst nie tun würde, nämlich ein fremdes Protein zu bauen. Ein virales Protein, das so im Körper sonst nie vorkommt. Und das Ganze soll dann vom eigenen Immunsystem als fremd erkannt werden. Damit soll die eigene Immunabwehr angeschoben werden, die B-Zell- und T-Zell-Aktivität und Immunität geschaffen werden, sodass, wenn du dich dann das nächste Mal irgendwo mit einem SARS-CoV-2-Virus infizierst, dass dann die Immunabwehr da ist und sagt, stopp, keine Chance. Nur, um das nochmal zu verstehen, durch diese mRNA-Impfung wird ein Prozess angeschoben, der so vom Organismus
nicht vorgesehen und nicht gewollt ist. Unser Körper unterscheidet grundsätzlich auf jeder seiner einzelnen Zellen zwischen körperfremd und körpereigen. Das ist etwas, was ihn ausmacht, was uns ausmacht. Diese Trennung zwischen körperfremd und körpereigen ist grundlegend. Und unser Immunsystem ist dafür geschaffen, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten, um das zu ermöglichen. Und grundsätzlich funktioniert unser Immunsystem einfach so gut, dass gar nichts Fremdes in uns eindringen kann. Oder das ist das Anliegen, dass wir schon in der ersten Verteidigungslinie versuchen, etwas, was fremd ist, überhaupt nicht in den Körper hereinzulassen. Und sollte es aber gelingen, und wir werden dann krank, das wäre ein Zeichen dafür, dann sorgt unser Körper so schnell wie möglich dafür, dass dieser Erreger wieder eliminiert wird und aus dem Körper herausgeschleust wird. Und man kann das auch wunderbar an Organtransplantationen sehen. Selbst mit der größtmöglichen Übereinstimmung, ja, ist es so, dass der Körper dazu neigt, das Transplantat abzustoßen. Wenn du ein Organ transplantiert bekommst, und ich finde das immer ganz schwierig, das zu sagen, weil ich möchte nie in die Situation kommen, wo ich so eine Entscheidung treffen muss. Aber es ist von der Natur nicht angelegt, Transplantation. Eigentlich nicht gewollt, weil wir müssen ein Leben lang Immunsuppressiva schlucken, damit wir dieses fremde Organ überhaupt behalten können, unsere eigene Abwehr eigentlich überlisten, damit dieses Organ bei uns bleiben kann. Ja? Weil es ist so eigentlich von der Natur nicht vorgesehen. Aber nochmal, grundsätzlich, bei jedem kleinen Erreger versucht unser Immunsystem, den Erreger gar nicht erst reinzulassen. Aber wenn es dem Erreger gelingen sollte, einzudringen, dann fährt unser Immunsystem nochmal alles auf, um diesen Erreger wieder loszuwerden. Und in der Regel gelingt das auch. Und wir werden wieder gesund, je nachdem, wie fit unser Immunsystem ist. Das heißt, wir haben zig Abwehrstrategien, zig Verteidigungslinien, die dafür sorgen sollen, dass eben nichts Fremdes in unseren Organismus hineingelangt. Und jetzt schleusen wir aber mit der mRNA-Impfung einen Auftrag in Zellkernnähe, der dafür sorgt, dass wir in unserer Zelle selber Fremdmaterial produzieren. Keiner kann sagen, wie der menschliche Körper reagieren wird, wenn man ununterbrochen den Feind freiwillig hinter die eigenen Verteidigungslinien setzt. Hinzu kommt, dass die Studien dazu noch gar nicht erfolgt sind, die Langzeitstudien. Das RKI sagt dazu, dass die mRNA nach kurzer Zeit wieder abgebaut wird. Was heißt kurz? Kurz ist relativ. Keine Zeitangabe. Kurz genug oder ist kurz schon zu lang? So, wie sehen die ersten Erfahrungen mit dem Impfstoff aus? Nun, die Erfahrungen sind durchweg gut, wenn man meine Mutter fragt. Und ich sagte ja schon, wenn man meine Mutter fragt, dann weiß man, was Herr Kleber, Frau Maischberger, Frau Slomka oder Frau Will und Co. und wie sie alle heißen, aus dem Mainstream sagen. Sie erzählte mir, dass Herr Wieler also tatsächlich die Menschen eindringlich beschwört, vor allem die Menschen jetzt in der ersten Gruppe, sich doch unbedingt impfen zu lassen. Und zu dem, was so passiert ist, offiziell zwei Nachrichten, das muss ich jetzt selber vorlesen. Das Paul-Ehrlich-Institut berichtet über 3.404 unerwünschte Reaktionen, 1.232 gemeldete Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfkampagne, angefangen am 27.12.2020 bis zum 24.01.2021 aus Deutschland. Und geimpft wurden insgesamt 1.783.000 Menschen insgesamt. 3.404 unerwünschte Reaktionen, 1.232 gemeldete Verdachtsfälle, Nebenwirkungen, Impfkomplikationen. Paul-Ehrlich-Institut. Und dann noch eine neue Erkenntnis findet man in der Faktenbox zum Beispiel des RKI, aber auch im epidemiologischen Bulletin vom Robert-Koch-Institut vom 14.01. Und zwar zu der Frage, liefern die Ergebnisse einen Beweis, in Klammern Evidenz, für den Nutzen und Schaden der Schutzimpfung? Und die Antwort, da sagt das RKI, die Annahme, dass die Impfung Covid-19 verhindere, sei allgemein moderat, in der Altersgruppe ab 75 jedoch gering. Für die These,
dass die Impfung eine Krankenhauseinweisung verhindere, gäbe es sogar nur eine sehr geringe Evidenzqualität. Ja, spricht für sich, muss man nichts weiter zu sagen. Und ich denke, Bilder sagen mehr manchmal als Worte. Jetzt hier an der Stelle, ich sage es am Ende nochmal, es wird einen zweiten Teil geben über das, was schon passiert ist und über die Impfnebenwirkungen, also das, was noch zu erwarten ist. Aus guten Gründen möchte ich das nicht hier in diesem Video machen. Dafür ist mir dieses Video und auch die Info am Ende zu wichtig. Gefahr wäre dann, dass es gelöscht würde. Also von daher in meinem Telegram, dann werde ich euch sagen, wo ich das Video dann hochlade, ob ich es dann doch hier nochmal versuche hochzuladen und einen zweiten Strike riskiere oder ob ich es auf einer anderen Plattform hochlade oder nur auf Telegram hochlade. Jedenfalls nächste Woche werde ich dann diesen zweiten Teil dazu nochmal genauer veröffentlichen. So, und jetzt aber kurz, was ist Immunität und wie funktioniert sie? Jeder von euch hat ja bereits schon gehört, dass das Virus bereits mutiert sei. Mehrere Mutationen. Nun, das tun Viren, so sagt man. Und das zeigt eigentlich oder spricht dafür, dass in der Bevölkerung bereits eine ausreichende Immunität vorhanden ist. In der Natur passiert nichts umsonst. Warum sonst sollte ein Virus mutieren? Mutationen sind ein Überlebensmechanismus eines Virus. Denn das Virus ist darauf angewiesen, eine fremde Wirtszelle, also zum Beispiel in meinem Organismus, zu finden, um sich vermehren zu können. Ansonsten hätte es keine Überlebenschance. Wenn aber genügend Immunität vorhanden ist, wird es für das Virus immer schwieriger, noch eine fremde Wirtszelle zu finden. Also hat es sich angepasst und fängt an zu mutieren, um so die körpereigene Abwehr zu überlisten und vielleicht doch noch einen Weg in den Körper zu finden und sich in einer Zelle festzusetzen und sich zu replizieren. Also Mutationen treten eigentlich dann auf nach längerer Zeit, wenn das Virus davon ausgeht, dass genügend Immunität in der Bevölkerung vorhanden ist. Sein Überleben quasi ist in Gefahr und um das zu verhindern, mutiert es, um so an der körpereigenen Abwehr vorbeizukommen und doch noch eine Zelle zum Vermehren zu finden. Immunität steht bei Viren auf zwei Beinen. Da sind einmal die Antikörper und dann ein paar spezialisierte Zellen des Immunsystems, nämlich die T-Lymphozyten. Antikörper werden gebildet, wenn du das erste Mal Kontakt mit einem Erreger hast. Das heißt, sie sind nicht von Geburt an da. Wenn du also das erste Mal Kontakt zu einem Coronavirus hast, wird dein Körper anfangen, Antikörper zu produzieren. Und dazu muss man wissen, es gibt nicht nur einen Antikörper gegen dieses eine Coronavirus, sondern es werden mehrere Antikörper, unterschiedliche Antikörper gegen unterschiedliche Teile des Virus gebildet. So, das heißt auch, dass nicht jeder Antikörper dich gleichermaßen vor dem Coronavirus schützen wird. Antikörper im Gegensatz zu den T-Lymphozyten sind die erste Verteidigungslinie und Antikörper sorgen dafür, dass sie platt gemacht werden, bevor sie überhaupt in eine Zelle eindringen können. Um es jetzt auch greifbar zu machen, für das, was uns hier interessiert, wenn du jetzt also getestet wirst auf Antikörper, dann kann es sein, dass dein Antikörpertest negativ ausfällt, weil die Antikörper korrelieren zur Stärke der Erkrankung. Gerade wenn du dich vielleicht infiziert hast, aber die Krankheit ist nicht ausgebrochen oder nur sehr leicht ausgebrochen, kann es sein, dass später keine Antikörper nachweisbar sind. Je schwerer die Erkrankung, sagt man, ausgeprägt ist, umso höher wird dein Antikörpertiter sein. Umgekehrt, je leichter die Infektion verlaufen ist, umso weniger Antikörper hast du. Aber auch andersherum, eine hohe Zahl an Antikörpern heißt nicht unbedingt, dass du immun bist, weil, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, gegen ein Coronavirus werden unterschiedliche Antikörper mit feinen Unterschieden gebildet, weil sie sich gegen unterschiedliche Bestandteile des Virus richten. Und nur einige davon werden Schutz vor Infektion bilden, aber nicht alle. Das heißt, auch ein Antikörpernachweis heißt nicht zwingend, dass du gegen Coronaviren jetzt immun bist, dass du vor einer Infektion geschützt bist. Aus alledem folgt, sie erkennen den Antikörperstatus als Immunitätsnachweis nicht an, weil sie sagen, du kannst über den Antikörpertiter keine Aussage zur Immunität machen. Hinzu kommt sowieso, dass nach einer durchgemachten Infektion, also nehmen wir mal an, du hast
einen hohen Antikörpertiter, sich dieser Titer aber tatsächlich auch über die Wochen abbaut und verringert. Im Übrigen aber ist der Antikörpernachweis das Kriterium für den Erfolg einer Impfung. Zumindest war es bislang so. Man hat einen Impfstoff verabreicht, hat dann die Antikörper gemessen. Wenn der Antikörpertiter hoch war, hat man gesagt, okay, die Impfung hatte Erfolg. So, kommen wir jetzt zum zweiten Bein. Und das ist eigentlich das, worauf ich heute hinaus möchte, nämlich die T-Zellen. Ich möchte das nochmal klarstellen. Ich gebe hier die rein schulmedizinische Meinung und nicht unbedingt meine persönliche Meinung zu Viren wieder, ja? Aber wir müssen uns auf ihrem Spielfeld bewegen, wenn man eine Chance haben möchte, vielleicht auf legalem Wege die Impfung zu umgehen. Und von daher argumentiere ich jetzt so, wie die Schulmedizin argumentiert. Nicht unbedingt, also spart es euch mir das zu schreiben, du musst doch eigentlich wissen, dass. Ja, aber bringt hier nichts. Man weiß heute in der Immunologie, in der Medizin, dass die Immunabwehr weniger von den Antikörpern, sondern viel mehr vom T-Zell-System getragen wird, von den T-Zellen. Du brauchst zum Beispiel T-Zellen, um die Antikörperproduktion überhaupt anzustoßen. Ohne T-Helferzellen keine Antikörperproduktion. T-Zellen werden dann aktiv, wenn das Virus eindringen konnte, also wenn die ersten Verteidigungslinien versagt haben und bereits in der Zelle ist. Das heißt, T-Zellen erkennen virusbefallene Zellen und können sie töten. In der Bekämpfung von Coronaviren geht man mittlerweile davon aus, dass T-Zellen wahrscheinlich von größerer Bedeutung sind als Antikörper. Denn man vermutet, dass T-Zellen besser als Antikörper auch durch andere Coronaviren befallene Zellen erkennen und auch Mutationen mit erfassen können. Und T-Zellen bilden Gedächtniszellen, sodass Immunität lange erinnert werden kann. So, was heißt das aber jetzt für uns? Man weiß, 85-90% der an SARS-CoV-2-positiven Personen sind nicht schwer erkrankt. Und das liegt vermutlich an der hohen T-Zell-Immunität. Das heißt, die Menschen infizierten sich, das Virus ist eingedrungen, hat die Zelle befallen, aber T-Zellen haben diese Zellen, diese virusbefallenen Zellen, rechtzeitig entdeckt, konnten das Virus eliminieren, weil eben schon durch frühere Coronaviren Immunität erlangt worden ist. Und diese Immunität wirkt sich auch auf die, ich sage jetzt mal, jetzige Mutation SARS-CoV-2 positiv aus und konnte effektiv bekämpft werden, sodass diese Menschen gar nicht erst krank geworden sind, aber positiv waren. Und es gibt weltweite Studien, die untersuchen diese Immunität durch T-Zellen und unterstützen diese These. Wenn ich also einen entsprechend hohen Antikörpertiter nachweisen kann oder ich kann nachweisen, dass ich T-Gedächtniszellen habe, dass ich eine T-Zell-Immunität habe, dann habe ich einen Immunitätsnachweis. Dann kann ich nachweisen, ich bin immun. Und damit kann ich auch nachweisen, dass ich nicht ansteckend sein kann. Und das müssen Sie akzeptieren, denn das ist Ihre eigene Infektionslehre. Wenn Sie das nicht anerkennen, dann ist das willkürlich. Aber dem dürfte kein Gericht der Welt stattgeben. Das ist geltende Meinung, geltende Infektionslehre. Nun ist es aber so, dass der Ethikrat sagt, dass ein Immunitätsnachweis durch Antikörper nach überstandener Corona-Infektion nicht unbedingt anerkennenswert ist. So, wie argumentieren Sie? Sie sagen A, dass der Antikörpertiter nach einigen Wochen sowieso wieder sinkt und dann nicht mehr nachweisbar ist, oder dass einige auch nach durchgemachter Infektion keinen Antikörpertiter aufweisen. Aber ich meine, das wäre ja das Problem. Es geht ja um die, die einen positiven Antikörpertiter haben und auch in genügender Höhe, dass sie das anerkennen. Dazu äußern sie sich nicht. Aber wisst ihr, was sie sagen? Und das haut echt dem Fass den Boden aus. Sie sagen, es gibt zu viel Falsch-Positiv-Ergebnisse. Das heißt, man kann sich auf diesen Antikörpertest nicht hundertprozentig verlassen. Antikörper ähneln sich oftmals sehr stark und es könnte sein, dass da Antikörper gemessen werden, die gar nicht zu dem Coronavirus SARS-CoV-2 gehören, sondern ganz woanders hin. Ja, wenn Sie mal immer so kritisch wären mit falsch-positiven Testergebnissen. Okay, Sie könnten natürlich auch bei der T-Zell-Immunität sagen, dass die gefundenen T-Zellen nicht spezifisch auf SARS-CoV-2 reagieren. Aber nehmen wir mal an, du lässt Antikörper testen und hast einen hohen Antikörpertiter plus du hast eine T-Zell-Immunität oder du hast nur eine T-Zell-Immunität. Aber es ist eine Chance und es ist im Moment das beste Schlupfloch, was ich kenne.
In Österreich zum Beispiel gibt es kein Labor, was die T-Zell-Immunität nachweist, aber es gibt in Deutschland 7 Labore angeblich, die das tun. Von 2 Laboren habe ich die Namen. Der Test ist nicht ganz so günstig im Gegensatz zum Antikörpertest. Der kostet ja nicht viel, aber dieser T-Zell-Immunitätsnachweis kostet um die 150 Euro. Aber ich meine, dafür, dass es eine echte Chance ist und man zumindest auf dem Papier erstmal einen Immunitätsnachweis hat, finde ich, ist es das allemal wert. Ich meine, Leute, das ist doch eine ganz tolle Sache. Der Impfstoff ist knapp. Wir können Menschen, die sich unbedingt und gerne impfen lassen wollen, diesen kostbaren Impfstoff zur Verfügung stellen, weil wir auf eine andere Art und Weise unsere Immunität nachweisen können. Ich würde sagen, eine absolute Win-Win-Situation, wo beide Seiten profitieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann freut euch auf den zweiten Teil. Dort werde ich dann auf die zu erwartenden Nebenwirkungen eingehen, die durch die mRNA-Impfung ausgelöst werden können. Und in meinem Telegram-Kanal werde ich euch dann sagen, wo ich dieses Video, diesen zweiten Teil, hochladen werde. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ja, bis dann.